Ich frage dich, Toni, möchtest du dein am 30. April 2010 gegebenes Eheversprechen hier noch einmal wiederholen und deine hier anwesende Ehefrau gemäß den Gesetzen von Pullman City weiterhin lieben und ehren, bei Krankheit und Gesundheit, in guten wie in schlechten Tagen? So antworte mir, ja, ich will. Ja, ich will. Und du, liebe Alice, möchtest du ebenfalls dein am 30. April des Jahres 2010 gegebenes Eheversprechen hier noch einmal wiederholen und deinen hier anwesenden Ehemann gemäß den Gesetzen von Pullman City weiterhin lieben und ehren, bei Krankheit und Gesundheit, in guten wie in schlechten Tagen? So antworte mir, ja, ich will. Ja, ich will. Zum Zeichen eurer Liebe und Verbundenheit bitte ich euch nun, die Ringe zu tauschen. Du, lieber Toni, gibst deiner Frau als Erster den Ring. Und du sprichst mir bitte nach. Mit diesem Ring nehme ich dich noch einmal zur Ehefrau. Mit diesem Ring nehme ich dich noch einmal zu meiner Frau. Ich werde dich lieben und ehren, ein Leben lang an deiner Seite. Ich werde dich lieben und ehren, ein Leben lang an deiner Seite. So, jetzt ziehst du deiner Frau bitte den Ring an. Und du, liebe Alice, jetzt überreichst du deinem Ehemann den Ring. War der falsch, ja? War zu groß. So, jetzt bitte du, liebe Alice. Du sprichst mir auch bitte nach. Mit diesem Ring nehme ich dich noch einmal zum Ehemann. Mit diesem Ring nehme ich dich noch einmal zum Ehemann. Ich werde dich lieben und ehren. Ich werde dich lieben und ehren. Ein Leben lang an deiner Seite. Ein Leben lang an deiner Seite. So, jetzt zieh bitte den Ring an. Sei dieser Ring ein Symbol für eure Liebe, eure Verbundenheit und eure Treue. Ein bisschen Spucke, okay? Haben wir auch gemacht bei unseren Trauben. Mein Onkel hatte mir gesagt, ein bisschen Spuculino hilft immer. Liebe Alice, liebe Toni, ihr habt beide meine Fragen mit Ja, ich will beantwortet und habt euer Ehegelübde noch einmal wiederholt. Ihr habt zum Zeichen eurer Liebe und Verbundenheit die Ringe getauscht. Und deshalb bestätige ich hiermit Kraft meines Amtes als Friedensrichter von Pullman City mit der Bitte um den Segen des allmächtigen Gottes, dass ich heute am 30. April des Jahres 2015 hier in Pullman City Alice und Anton Riha noch einmal das Ja-Wort gegeben, die hier sprechen, gesprochen haben. Ich erkläre euch hier in Pullman City und im gesamten Wilden Westen zu Mann und Frau. Und jetzt solltest du endlich deine Frau mal küssen. Ein ganz persönlicher Glückwunsch für ein langes Leben in Glück, Gesundheit und Harmonie. Toni, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Langes Leben, Glück, Gesundheit, Harmonie. So.